Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 26 von Shapes.io. Ja, letztes Mal hatten wir weiße Farbe, glaube ich, gebastelt, die jetzt für diese Sterne hier werden muss. Die weiße Farbe war, glaube ich, hier oben. Wo ist sie? Ja, hier kommt die raus. Das heißt, wir müssen die beiden Sachen in dieser Folge verbinden und dann müssen wir gucken, dass wir auf irgendwelche Teile unser Dingens machen. Gelb, hier ist es irgendwo, glaube ich. Genau, hier unten sind die Teile dann da. Da müssen wir die dann zusammenfügen und dann zum Hub bringen. Oder Hub bringen. Das machen wir dann alles nach dem Intro, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Wir brauchen jetzt diese Sterne. 3, 4, 5, 6. Die bringen wir dann hoch zur Farbe, oder? Warte mal, oder bringen wir die Farbe runter? Also wir müssen die ja auch zusammenbringen. Warte mal, das würde bedeuten, was für eine Maschine brauchen wir? Dieses hier. Oder auch dieses. Dann müssen wir die mal gerade kopieren, die Maschine. Steuerung auswählen und dann runter. Runter, 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 runter. Bis hierhin, oder? Dann ohne Steuerung C gedrückt, dann haben wir die Maschine am Hals. So, da sind die Sternchen. Ach so, okay. Warte mal, das ist da. Kriegen wir die hier hin? Wenn wir die hier hinkriegen? Nee, leider nicht. Okay. Wenn wir sie da hingekriegt hätten, dann da hingebaut. Aber wir können die dann nicht dahin bauen. Das bedeutet, wir rotieren mal und setzen die hier hin. Aber wie rum muss sie? Ich glaube, so rum muss sie. Dann kommen die Teile wieder zurück, ne? Ich glaube, so ist das ganz gut. Setzt die mal hin. Und dann zoomen wir wieder rein. Und hier müssen wir jetzt die Anschlüsse hin haben. Die Sterne kommen von unten und müssen da angeschlossen werden, oder? Und die Farbe kommt von oben. Auch das ist ja schon mal prima hier gebaut. Das bedeutet, den drehen das Ganze. Bauen das da so hin, dann könnte die Farbe da reinlaufen. Ja, die kommt von da, das passt. Und dann müssen wir noch nachher gucken, dass das andersrum wird. Wo kommen die Dinger her? Hier weg, ne? Ja. Das heißt, wir müssen hier noch einen Tunnel bauen. Und wir müssen nachher mit den fertigen Teilen nach unten. Das bedeutet, wir können auch hier schon was bauen. Und, warte mal, wenn wir hier hochgehen. Die fertigen Teile sind hier. Dann müssten wir hier irgendwo noch einen Tunnel haben. Machen wir den mal so. Ja, das müsste so klappen, denke ich. Und hier noch einbauen. Ne, so wie bei der Autobahn. Da werden auch die Brücken zuerst gebaut und wenn die fertig sind, dann wird die Trasse gemacht. So, so, so. Dann gehen wir hier noch mal rüber. Und dann gehen wir noch weiter nach hier unten nachher runter. Hier müssen wir auch noch vorbei. Und hier können wir dann zusammenbauen. Dann ist das schon mal erledigt. Dann brauchen wir jetzt das Fließband. Da müssen wir jetzt schauen. Wir müssen jetzt von da oben. Ah, da müssen wir erst ja komisch hier raus. Wo ist das? Da ist das. Dann macht das erstmal so und dann müssen wir nochmal gucken. Passt. Kommen wir drauf zu, ja. Da kommt die weiße Farbe her. Und die kommt dann da rein, da rein, da rein, passt. Gut, dieses Teil ist nachher fertig, kommt hier hin. Und kommt da rein gefahren. Dann kommt das fertige Teil von da nach da rein gefahren. Und wir kommen mit dem anderen Teil von da unten hier hoch.
und schließen das da an. Das Sternchen, ne? Sternchen kommt von hier unten. Das muss da runter. Sternchen können wir jetzt anschließen. Und das muss noch da. Und da müssen wir jetzt wieder so eine elegante Geschichte machen, damit das so schön nebeneinander ist. Dann darunter. Irgendwann muss da noch ein Tunnel kommen. Eine Brücke, ne, der Tunnel, den wir dann schon vorher gebaut haben. Der muss jetzt hier gleich erscheinen. Da ist er. Dahin. Und weiter runter. So, und dann sind wir schon hier unten. Und dann müssen wir hier eine Maschine haben, die diese Teile zusammenbaut. Das fertige Teil muss... Ah, da kommen sie schon, die weißen Sterne. Sehr gut. Das heißt, rechts... Ah, das muss wieder hier auch so sein, wie gerade eben, ne? Bau hier mal einen Tunnel. Machen wir den hier hin. Machen wir den dahin. Machen den da dran. Und die da raus. Und die machen wir hier rüber. So, und jetzt müssen wir eine Maschine haben, die die zusammenfügt. Das ist ja dieses Bauobjekt. Kopieren wir von da. Nach da, oder? Da ist jetzt ein Tunnel, den man eigentlich nicht braucht, aber ich glaube, so ist es richtig. Zusammengebastelt. Kurz gucken, Platz ist hier. Hauen wir da so hin. Machen das weg. Verbinden das da dran und verbinden das da dran. Und dann sollten jetzt hier fertige Teile rauskommen, die unsere passende Form haben. Wenn sie stehen, kann ich es bestimmt erkennen, oder? Sieht so aus, als ob es das ist, was wir brauchen. So, jetzt müssen wir den Hub suchen. Der war da. Das heißt, wo kamen wir jetzt mit unseren Teilen gerade raus? Wo war das? Hier ist das, okay. Das heißt, wir fahren mal hier dran vorbei. Hier müssen wir einen Tunnel bauen auf der Höhe. Können das Fließband schon anschließen. Von da nach, nach da. Schmeiß die gerade weg. Das war falsche Taste. Und gehen von da weiter rüber. Nach da. Ne, da nicht hoch. Dann gehen wir da hoch und da war der Hub auf der rechten Seite, oder? Ja, passt. Das heißt, von dort hier lang. Und von dort schließen wir am Hub an. Sehr schön, oder? Läuft. Da kommen die Teile jetzt rein. 6000 brauchen wir hier, aber wir hatten, glaube ich, hier auch noch welche, ne? Ja, da 25.000, also 31.000 insgesamt. Wahrscheinlich werden diese zuerst erreicht sein, dann kommt da ein neues Bauteil hin. Aber diese Windmühlen zum Beispiel, die laufen jetzt schon mal ziemlich schlecht, ne? Lass mal gerade hier reingucken. Die Windmühlen sind das da. Okay, da brauchen wir auch 25.000 und diese auch. Die beiden müssen wir uns jetzt mal angucken. Die Windmühlen sind bestimmt nicht optimal eingerichtet. Die kommen von hier. Okay, da kommt ja noch eine Windmühle drunter und das sieht schlecht aus, weil hier nicht vorankommt. Ah, hier sehe ich schon, dies ist das Problem. Wir produzieren einmal für da oben und einmal für da unten. Die Kapazität ist zu schlecht. Das heißt, wir müssen gucken, diese Maschine, die hier ist, müssen wir definitiv nochmal machen, ne? Und wo kommen die Windmühlen weg? Ah, die haben wir da zusammengeschnitten.
Ja, da müssten wir mal noch mal solche Windmühlen finden, ne? So eine halbe Windmühle wäre schon cool, ne? Guck mal, hier ist noch ein Stern. Und da ist auch noch ein Stern. Da haben wir gar nichts gebaut. Nö. Windmühlen sind aber ein bisschen knapp, oder? Da oben wäre ein halber Stern. Ja, das ist doof. Die sitzen jetzt nicht hier gerade in der Nähe. Und da, wo wir sie wegnehmen, ist ja schon voll aufgebraucht, oder? Ja, bis auf einen. Und die flutschen ja auch ganz gut durch. Ja, die Hälfte davon wird weggeschmissen. Ist hier unten irgendwo was? Da ist ein Stern. Hier ist ein Teil für die Windmühle. Da wäre auch noch eins. Ja, so ein Glück wie mit den halben da haben wir hier nirgendwo, ne? Nee. Da oben ist ein halber Stern. Hier ist wieder ein Windmühlental dran, aber kein halber Stern. Da sind sie auch nicht. Hier ist wieder ein ganzer Stern. Da auch ganze Sterne sind hier total einfach zu kriegen, ne? Ja, würde ich aber mal sagen, müssen wir uns dann in der nächsten Folge drum kümmern. Ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video von anderen Kanälen teilen. Ja, würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, ne? Wenn wir dann vielleicht irgendwo ein besseres Teil wie ein einzelnes von vieren gefunden haben, ne? Ein Viertel sozusagen nur, ne? Alles klar, bis dann. Ciao!